Hi, liebe Leute. Ja, heute mal wieder ein kleines Motivationsvideo mit Fahrtechnik-Tipps natürlich dazu. Und ich verlinke jetzt unten mal in der Videobeschreibung das Video, was ich schon mal gemacht habe. Der größte Fahrtechnik-Fehler und die Lösung war, du übst zu wenig. Also höhere Übungsfrequenz, um Bewegungen zu automatisieren, um überhaupt mal dahin zu kommen, Wheelie, Bunnyhop, Manual und so weiter lernen zu können. Aber das reicht natürlich nicht. Deswegen heute der größte Fehler beim Fahrtechnik-Training. Also du bist schon motiviert, du nimmst dir schon deine 10, 15 Minuten am Tag oder alle zwei Tage, aber du bist noch planlos. Du hast noch keinen genauen Plan, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und da möchte ich einfach noch ein paar Rahmenbedingungen geben, die ihr machen könnt. Und zwar ist es gar nicht verkehrt, sich so eine Art positiven Stress oder Druck zu machen, indem man sagt, pass mal auf, wir haben jetzt Dezember, ich möchte gerne im Februar so und so viel Meter Wheelie schaffen. Dass man wirklich sagt, okay, ich sage schon seit Jahren, ich will das mal irgendwie können, dann übe ich mal hier und da und komme aber nicht weiter, gucke mir Tutorials an. Nein, mach ruhig mal, zack, eine Deadline und sag, das ist mein Ziel. Und dieser positive Stress kann einem auch noch helfen. Dann ist natürlich häufig üben, dafür nur kurz üben. Und ja, jetzt ist wichtig, eine kleine Struktur reinzukriegen und das macht man über Step-by-Step-Geschichten. Also in kleinen Schritten. Wenn man den Bunnyhop noch eine Baustelle hat, dafür kommt jetzt quasi die Bike Challenge, die ich jetzt gerade starte. Verlinke ich unten mal. Kommt damit ins Spiel. Da könnt ihr nämlich sagen, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich muss den Bunnyhop eine Sache beim Vorderrad anlupfen, beim Manual Impuls noch üben, bis ich dann zum Endergebnis Step by Step komme. Dass man sich quasi eigene Lektion macht und die auch üben kann. Und dann geht es jetzt auch darum zu sagen, okay, es gibt jetzt die Möglichkeit im Online-Coaching, im Forum oder auf der Facebook-Gruppe, die ich extra dafür habe, mal zu posten, so sieht man Wheelie aus, was ist jetzt genau mein Fehler, was meint ihr, die das schon können oder die Trainer, die dabei sind. Es geht aber darum, du musst trotzdem auch noch die Fehler machen können. Wenn du jetzt sagst, ich weiß irgendwie dessen den Fehler, den möchte ich gar nicht erst machen, die Fehler passieren, dann kann man sich bewusst machen, um es richtig zu lernen, muss man die Fehler auch machen. Ja, und das ist eigentlich ganz gut. Jetzt geht es darum, immer so Sessions zu machen, immer schön zu üben, weiter zu trainieren. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, wie habe ich das Einradfahren gelernt. Einfach das Rad genommen und dann alle Fehler gemacht, die man machen kann und es hat nicht geklappt. Beim Üben, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, die Fehler dann angegangen und korrigiert. Und so kam ich immer Meter für Meter weiter. Jetzt habt ihr halt noch so ein paar Special-Tipps in den Videos. Es gibt immer 8 Lektionen zu jedem Thema in der Bike-Challenge. Wheelie, Manual, Bunnyhop und Hinterrad versetzen. Für jeden was dabei. Also für die Poser, die, also wenn man so sagen will, die ja auch einfach gerne Wheelie machen, weil das Spaß macht und gut aussieht, aber auch für die, die es nur zweckmäßig für den Trail brauchen, Bunnyhop oder Hinterrad versetzen oder manchmal auch Manual. Alles Manöver, die man aber wirklich, wenn man sie noch nicht kann, erlernen muss. Die bei den Profis oder bei den Trainern mal sehr einfach aussehen. Ja, deswegen würde ich sagen, guckt, dass ihr trainiert. Achtet mal darauf, manchmal, okay, wie mache ich jetzt mit meinen Armen? Das ist dieser interne Fokus. Oder manchmal sagt ihr, pass mal auf, ich lege mir den Stock. Ich kann ja schon 2 Meter Wheelie fahren, jetzt will ich mal bis zu dem Stock 5 Meter fahren und dann probiert das einfach und vieles passiert dann auch automatisch. Ich werde jetzt hier noch ein paar Tipps reinhängen, ein paar typische Fehler in dem Video und dann würde ich sagen, ihr seid motiviert, macht die Bike Challenge mit, die ist gratis, ihr müsst euch nicht anmelden, es ist einfach nur da, um euch zu motivieren. Ich freue mich und hoffe natürlich auch ein paar Ergebnisse zu sehen, schickt mir mal eure Wheelie Videos, eure Bunny Hops und ja, dann würde ich sagen, Winter Challenge. Für alle, die sich warm anziehen oder dann die erst im März anfangen, richtig zu üben, wenn es wärmer wird, geht auch. Gibt dabei auch jeweils ein Gewinnspiel. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns. Und ja, dann würde ich sagen, ride on. Und ohne Fleiß kein Preis. Ciao. Ciao. Warum klappt diesmal das Versetzen oder Spitzkernfahren nicht? Und das ist natürlich so ein Klassiker im Gelände, wo viele verzweifeln, sehr enge Kehren. Das kann alpin sein, das kann im Mittelgebirge sein. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum die nicht gelingen oder warum man nicht lernt, zum Beispiel das Hinterrad sauber zu versetzen. Ich möchte euch Tipps geben, welche Fehler sind zu vermeiden und vor allen Dingen der Fokus, wie macht man es dann, dass es klappt. Punkt 1, warum klappt das Kehrenfahren nicht? Also jetzt erstmal ohne Versetzen, nur Kehrenfahren generell. Ihr werdet einfach ins kalte Wasser geworfen, ihr fahrt eine Tour mit Leuten und auf einmal sind da richtig fiese Spitzkehren mit ganz miesen Winkel, mit dem Abgrund an der Seite und dann kriegt ihr einfach so viel Stress, ihr habt das vorher nicht geübt und dann klappt es nicht. Und das heißt, diese negative Erfahrung
prägt halt viele, dass sie dann sagen, Spitzkern sind nicht mein Ding und dann klappt es auf Dauer nicht. Deswegen, erster Schritt, wir müssen mit Baby Steps vorankommen und dann und vom Leichten zum Schweren, damit wir auch wirklich schwierige Spitzkern meistern können. Spitzkern, das ist eine Variante von Kurven, die man auf Wanderwegen hat, die auch als Bike-Trails genutzt werden oder halt im Gelände, auch manchmal auch im Bikepark. Und da geht es natürlich darum, die Kurventechnik, die Basics müssen passen. Das heißt, fangen wir damit an, die Blickführung muss stimmen, ihr sollt in die Kurve reinschauen, außen anfahren, dann da schauen, wo ihr hin wollt. Das Rad folgt eurem Blick. Wer gerade außen in den Abgrund guckt, ein sehr häufiger Fehler, wird natürlich auch eher Richtung Abgrund fahren, anstatt dahin, wo man wirklich hin will. Die Bike-Neigung ist wichtig, ihr spürt den Sattel am inneren Bein. Spitzkern würde ich erstmal so fahren, dass ihr die Füße auf einer Höhe habt. Das heißt, die Kurbeln sind parallel. Je mehr ihr das Rad neigt, desto mehr wird das äußere Pedal sich absenken und ihr habt guten Grip. Sprich, die Technik muss einfach stimmen, das Handwerkzeug, damit ihr die Spitzkern meistern könnt. Punkt 2 nach der Blickführung ist natürlich, das saubere Bremsen muss passen. Natürlich sind Spitzkern meistens im steilen Gelände und wer da die Räder blockieren lässt oder zuckelig bremst, der wird Probleme kriegen. Punkt 3, warum klappt es mit den Spitzkern nicht? Das Gleichgewicht muss 1A sein und das müsst ihr immer schon trainiert haben. Wer kein gutes Gleichgewicht hat, kann keine langsame, enge Kehre fahren. Warum klappen Spitzkern nicht? Liegt es vielleicht doch am Material? Man kann sagen, wer den Sattel nicht absenkt und Klickpedale fährt, hat natürlich Probleme, das zu lernen. Man sollte erstmal den Sattel absenken, man sollte mit Flat Pedals sowas üben, wo man immer den Fuß wieder absetzen kann, wenn es ganz schnell gehen muss. Wer natürlich sagt, ich fahre Marathon und Cross Country und fahre Clicky und hoher Sattel, der kann es auch erstmal mit vereinfachten Bedingungen lernen und wenn es dann kann, auch mit hohem Sattel auch gut fahren. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist natürlich, wie in vielen Videos schon gesagt, dass ihr auch den Sicherheitsabstieg habt, weil eine ganz enge Kehre ist sehr technisch und wenn man doch nicht schafft, dann kann man immer nach hinten absteigen. Wer dann nach vorne springt, häufiger Fehler, mit dem Po zwischen Sattel und Lenker, der kriegt natürlich Überschlagsgefühle und es wird ganz gefährlich. Sicherheitsabstieg muss passen. Zusammengefasst, warum klappt das Kehrenfahren nicht und wie klappt es? Ihr solltet natürlich hingehen und Schritt für Schritt daran tasten, Kurventechnik nochmal auffrischen, euer Handwerkzeug, die saubere Technik und da gucken, dass euer Rad auch gut eingestellt ist. Und wenn ihr das Schritt für Schritt macht, dann werdet ihr euch da auch Erfolge haben. Und ich möchte natürlich jetzt noch erklären, wie ihr dann das Versetzen, die Königsdisziplin, Hinterrad einmal rum, damit ihr auch wirklich die ganz spitzen Kehren schafft, gelingen kann und hier meine Tipps. Spitzkehren versetzen im steilen Gelände, eine der anspruchsvollsten Sachen, die ihr so auf dem Bike machen könnt. Das ist mental und technisch nicht einfach. Wer das übt, ist schon auf einem guten Niveau. Das heißt, auch da haben wir wieder Gewohnheiten, die einfach schon da sind. Leute sind in der Ebene hingegangen, haben versucht, das Hinterrad zu versetzen. Man kennt ja den Klassiker, Kurve, Bremse, Hüfte und haben dann das Heck nach außen geschwungen und das hat in der Ebene am Parkplatz gut geklappt. In der Kehre klappt es nicht so gut. Da ist einfach das Gelände anders und man will nicht so weit nach außen fallen. Und deswegen, erster Schritt, warum klappt es nicht und wie kann es klappen? Übt es erstmal in einzelnen sauberen Schritten und wir fangen an, wenn ihr das Hinterrad in die Luft bekommt durch Bremseinsatz und Körperimpuls. Wenn ihr dann am besten in einer abschüssigen Straße das übt, dann braucht ihr ein Gefühl für die Vorderradbremse. Das habt ihr als fortgeschrittener Biker in der Regel schon. Fahrt langsam an und geht eine tiefe Haltung. Zieht die Vorderbremse, geht dabei mit dem Körper ein bisschen hoch. Da wirklich ganz klein anfangen, damit ihr keine Überschlagsgefühle bekommt. Man kann die Vorderbremse immer lösen, dann fällt das Hinterrad wieder runter. Dann fängt man an natürlich wieder die Bremse schleifen zu lassen, dass man ein bisschen am Vorderrad rollt und auch mal das Vorderrad ganz zum Stillstand bringen und dann weiter schleifen lassen. So, und wenn man das klappt, kann man natürlich wieder hingehen, sich in eine imaginäre Kehre machen und dann hingehen, einlenken, Schräglage des Bikes, den Impuls bringen, Vorderrad bleibt stehen, rollt dann, schleift weiter, Hinterrad in der Luft und das Heck folgt dem Vorderrad. So, dann könnt ihr das Schritt für Schritt auch im Gelände in einfachen Kehren umsetzen und so vermeidet ihr, dass ihr in alte Gewohnheiten fallt. Macht das einfach Schritt für Schritt und bleibt da auch penibel und gebt euch ein bisschen Zeit, das zum Lernen. Beim Hinterradversetzen, genauso wie beim Fahren, ist das Mentale extrem wichtig. Das heißt, ihr seid in einem Abhang, der Mensch hat normal Absturzängste und dann müsst ihr wirklich auch euch Schritt für Schritt herantasten, eine einfache Kehre nehmen, dahin schauen, wo ihr hin wollt. Wir sind alle Menschen, selbst ich als sehr erfahrener Biker habe natürlich auch Angst, wenn es steil wird und da ist ein Abgrund an der Seite, fällt mir auch nicht leicht. Ganz wichtig, übt einfach in beide Richtungen, dass ihr keine total starke und total schwache Seite habt und dann werdet ihr auch mit dem mentalen Aspekt
einfach gut klarkommen und das Spitzkern versetzen und fahren wird kein Problem mehr.